Wenn ich mir überlege, dass eine Näherin in Bangladesch 16 Stunden für 2 Euro am Tag schuftet, das heißt zig und zig Kleiderstücke näht und dabei gerade mal so über die Runden kommt, dann ist das doch total krass. Arbeit sollte doch eigentlich die eigene Existenz und die der Familie absichern. Alles andere grenzt doch eher an Sklaverei, oder? Ziel Nummer 8 kümmert sich um menschenwürdige Arbeit. Mal ganz plastisch an einem Beispiel. Das T-Shirt hier ist neu. Nice, oder? Und ich denke, diesmal habe ich wirklich alles richtig bei dem Kauf gemacht. Denn es wurde aus Biobaumwolle und zu fairen Arbeitsbedingungen gefertigt. Mittlerweile gibt es echt eine Menge Shops in Köln, wo du faire Klamotten findest. Dort kannst du shoppen mit gutem Gewissen.